Hallo und herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und ja, wieder mal eine Geburtstagskarte und wieder mal in quadratischer Form. Einfach weil es zum Kreis passt. Nicht nur, weil ich sie gerne mache, sondern ich brauche heute einen Kranz, einen Kreis und da bietet sich die quadratische Form natürlich besser an. Wobei, also wenn ihr eine A5-Karte macht und hier unten noch schön den Spruch schreibt, ja, man kann alles irgendwie verwenden, aber auf quadratisch finde ich so einen Kranz einfach schöner. Ist ein bisschen aufwendig vom Kleben, wie immer. Ich habe mehrfach geflucht, als ich hier dran gearbeitet habe. Und dann dachte ich, ist das überhaupt was für euch? Aber ich musste das euch zeigen, weil ich es echt zuckersüß finde. Ich finde, wenn es nicht so aufwendig wäre, sind mega tolle Einladungskarten für eine Kommunion, für eine Taufe, vielleicht auch für Hochzeiten. Muss ja nicht immer rosa sein. Apropos, wir werden es heute in einer anderen Farbe machen. Ja, was habe ich benutzt? Ich habe mir die Blümchen von der floralen Schönheit rausgesucht. Das Praktische daran: Ihr bekommt bei einem Durchkurbler gleich mehrfach. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es zwei oder dreimal, also zwei braucht ihr auf jeden Fall. Macht es euch lieber ein drittes Mal von jedem. Wobei ich die größeren eher benutzt habe, weil man die besser kleben kann als die mit Loch. Genau, so rum war es. So, dann Liebe über alles. Habe ich den zum Geburtstagsspruch. Und dann, oh, das habe ich jetzt ganz rausgelegt, noch ein Etikett. Aber, also ihr seht ja in der Beschreibung, was ich für eins benutzt habe, aber ihr wisst ja auch, da geht alles, was passt, was ihr zu Hause habt. Etiketten. Und ja, hier ist meine Sammlung. Ich habe mich diesmal für das neue Südseesommer entschieden, damit man einen richtigen Kontrast hat. Meine Zunge hat einen Knoten. Es tut mir leid. Ja, einfach damit wir den Kontrast jetzt auch sehen. Und einen Zirkel braucht ihr oder eben. Ja, eine Müslischale oder so, was bei euch so von der Größe her passt oder kann auch ein Glas sein, ein großes Glas. Erstmal schneiden wir uns die Karte zu. Das heißt 14,8 an der kurzen Seite. Dann, nee, nicht 14,8, 14,5. Wobei ich glaube, 8 ging auch, gell? 14,5. Dann bei 14,5 Falzen. Ihr könnt es natürlich auch in jedem quadratischen Maß machen. Bei so lang, ich falze es immer vorher und schneide es dann ab, weil manchmal ist es ja auch so, dass es trotz Falzen nicht genau aufeinander liegt und so kann ich das direkt kontrollieren, dass es passt. So, dann ein weiteres Blatt. Das kann aber auch ein Reststück sein, weil wir nur einen Zentimeter kleiner brauchen als das Cover ist. Das heißt, wir brauchen 13,5. Wenn ihr weniger Rand haben wollt, nehmt ihr 14. Wenn ihr mehr haben wollt, nehmt ihr 13. Auch das ist ja eine Ansichtssache, was ihr schöner findet, ne? So, dann könnt ihr es jetzt erst aufkleben und oder danach, ist egal. Also ich klebe es erst auf. Dann, ihr könnt aber auch jetzt erst das Cover sozusagen, also den Aufleger bearbeiten und dann draufkleben. Ist immer, also wer mit einem Aufleger arbeitet, hat halt immer noch die Möglichkeit, okay, wenn der verstempelt wurde oder so, kann man einfach einen neuen Zug schneiden und erst wenn alles fertig ist, aufkleben. Das ist ganz gut für Neulinge, die sich noch unsicher sind, ob es überhaupt schön aussieht. Bevor ihr die ganze Karte euch nicht gefällt, dann macht lieber einen neuen Aufleger. So, jetzt brauche ich erstmal einen Bleistift und ein Lineal. So, nehmt euch, oh, ein größeres Lineal. Jetzt habe ich natürlich nur noch das Riesenlineal hier. Okay, funktioniert aber auch. Also, ihr nehmt euch von den Ecken, also von der linken oberen Ecke zur rechten unteren Ecke. Und da, wo ihr ungefähr die Mitte schätzt,
macht ihr euch so einen Strich. Und jetzt auf der anderen Seite, einfach um die Mitte rauszubekommen, die ihr hier habt. So. Dann einen Zirkel. Und jetzt gucke ich mal, der ist super eingestellt. Also beachtet dann, dass es nicht direkt am Rand ist, sondern so einen guten Zentimeter, wenn nicht sogar anderthalb Zentimeter zum Rand frei hat. Und dann ganz leicht, nur andeutungsweise. Also, weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also, das ist ganz, ganz. Ich sehe es jetzt gerade nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, ihr könnt jetzt wegradieren, wobei. Ups, jetzt wackelt alles. Da kommt ja sowieso später das Etikett. Das Etikett drauf. So. Jetzt geht's ans Kleben. Ich werde euch später dann auch schnell schalten. Ihr könnt es euch erstmal hinlegen, ihr könnt aber auch einfach drauf loslegen. Wie gesagt, wenn euch noch fehlt, dann kurbelt ihr einfach noch aus. Das ist ja das Tolle bei dem, dass man das so ja, zwischendrin immer mal ein kleines. Und ganz zum Schluss auf jeden Fall noch ein paar in 3D. Also ich habe da so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Habe ich ein bisschen erhöht, dass der Kranz noch ein bisschen mehr in 3D ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, macht euch Musik an, wenn ihr das klebt oder irgendwie was ihr zuhören könnt. Es dauert ein bisschen, aber es lohnt sich wirklich. Das ist eine sehr süße Karte, wenn ihr was Besonderes braucht. Ne? Also keine 0815-Karte. Ups. Und es ist auch mal wieder was anderes. Und da ist dann wirklich, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich Handarbeit. Weil da sitzt man schon ein bisschen. Beim letzten Blümchen sozusagen, und jetzt könnt ihr entweder weil normalerweise habe ich ja immer oben drüber geklebt, ne? Und das wäre hier jetzt praktisch komplett oben drüber. Das verändert dann sozusagen diese Gleichmäßigkeit. Und entweder ihr habt gut geklebt, indem ihr eben hier noch ein bisschen nicht aufgeklebt habt. Ihr könnt es sehen, ich habe es jetzt ein bisschen weggeschoben. Das passt also super, dass ihr jetzt das letzte Blümchen sozusagen hier unten reinschieben könnt. Kann man das erkennen? Ja, ich hoffe es. Und so sieht es dann wie aus einem Guss aus. Sollte das bei euch aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, ist es auch nicht schlimm, weil wir jetzt ja die Blümchen noch aufkleben in 3D. Das heißt, wir könnten hier einfach ein Blümchen drüber kleben und dann würde man diesen unschönen Übergang auch nicht mehr sehen. So, wenn ihr richtig geklebt habt, ist es ein schöner Kreis. Manchmal hat man aber, dass man neben der Linie klebt und dann hat man, ja, ein Ei würde ich jetzt nicht sagen, aber manchmal so Stellen hier zum Beispiel, das stört mich jetzt so ein bisschen, dass es hier ein Ticken rein in den Kreis geht. Das wäre jetzt zum Beispiel mein erster Kandidat, um ein Blümchen aufzukleben. Weil so könnt ihr den Kreis dann später auch noch mal retten, in dem Sinn, indem ihr ein Blümchen oben drauf setzt und so noch mal nach außen geht. Ich würde hier sogar zwei nebeneinander. Das passt auch immer ganz gut. Bei den kleinen ist es so, dass ihr ja das Loch in der Mitte habt. Mich stört es jetzt aber nicht, weil die sind ja auch weiß. Also habt ihr in der Mitte eben diesen weißen Kleber. Es klebt noch ein bisschen, aber wenn ihr noch ein paar Mal drüber geht oder geht mit dem
Buddy vom Embossen drüber und dann ist das kein Thema mehr. So, und dann einfach schauen, wie es euch am besten gefällt, dass da noch, noch Blümchen hin dürfen. Ihr könnt jetzt wieder außen rum gehen, ihr könnt aber erst rechts und links gucken, dass das eine Einheit hat. Einfach mal drauf los. Also ich bin eher dafür, die, die ohne Punkt zu nehmen, weil die mit Punkt natürlich auch ihren Charme haben, aber vom, vom Aufkleben her finde ich die jetzt bei beiden, also beim Kreis und bei den 3D, wisst ihr, ich greife schon wieder dazu, ja, finde ich die großen besser. So, ihr könnt dann noch, um das Ganze zu verschönern, eine schöne Schleife machen und vielleicht hier unten oder in die Mitte kleben. Ihr könnt auf jeden Fall außenrum noch ein paar Accessoires, Punkte, Glitzersteine, Perlen, was auch immer kleben. So ein bisschen versetzt. Ich habe mir jetzt noch... Da könnten wir noch ein kleines hinmachen. Ich habe mir jetzt noch den Stift rausgeholt, passend in der gleichen Farbe. Südsee Sommer. So. Indem ihr eben außenrum noch ein paar Punkte setzt. Natürlich könnt ihr auch die Dimensionals, also die erhöhten Blümchen in einer anderen Farbe machen. Ne? Also wenn ihr die jetzt zum Beispiel... Oh, heute ist bei mir viel los. So, und wer es ganz wild möchte, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt sehr vorbereitet. Ich weiß, ich habe hier selbstklebende Rundakzente in Regenbogenfarben. Die sind noch nigelnagelneu, deswegen vermute ich mal... Die sind noch neu. Wobei, das will ja bei mir nichts heißen. Und dann gucke ich jetzt mal, die hellen passen ganz gut. Also ich würde jetzt keine roten nehmen, die sehen dann aus wie Beeren und das macht das Ganze dann sehr weihnachtlich. Aber ihr könntet jetzt so nicht so noch was zwischen reinsetzen, wenn es euch gefällt. Ah, das war zu nah. Jetzt klebt es natürlich. Okay, so und also auch so wie die Punkte, die ich gezeichnet habe, so ein bisschen verteilen. Da könnt ihr auch noch mal ausgleichen, falls euch der Kreis oder der Kranz zu eckig wurde oder zu oval. So, ja. Gut. Dann, also, ja, ich schlage euch was vor, aber ihr habt ja wieder andere Hilfsmittel zu Hause und andere Deko-Elemente. Ihr könntet da auch jetzt statt dem zum Geburtstag noch ein süßes Bärchen oder so reinsetzen. Oder... Ja, wenn es für eine Zahl ist, also für einen Geburtstag mit einer runden Zahl, hier würde aus sich eine tolle große 50 machen oder eine 60, 70, 80, ihr wisst ja, passt auch schön. Und dann würde ich den hier tatsächlich nur hier unten stempeln und hier schön groß die Zahl in einer Silber-Gold-Champagner, finde ich, passt immer ganz gut. Da habe ich noch Reste, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr bei Stamping Up. So, zum Geburtstag, Liebe über alles. Nur so nebenbei erwähnt. Auch mit Dimensionals. Mitten rein. Oh, okay. Der hat sich jetzt...
Meine Pinzette klebt. Ich glaube, ich muss die mal sauber machen. So. Aber besser die Pinzette als die Finger. So. Mittig. Also ich werde definitiv die hier auch noch verändern, weil mir das viel besser gefällt mit diesen Punkten noch. Muss nur mal gucken. Ich glaube, da war jetzt nichts dabei, was gepasst hätte, oder? Na doch, so ein bisschen, das könnte Pfirsich sein. Aber gut. Mache ich dann später. Ihr könnt es gerne noch auf meinem Blog sehen, wie es euch gefällt. Also auch hier an der Ecke Band drum. Man kann die noch so verändern mit tollen Ideen. Und ich hoffe, es gefällt euch und ihr scheut nicht vor der Klebearbeit zurück. Aber ja, mit Musik, mit einer schönen Serie oder mit einem Podcast ist das fix erledigt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.